Das Buch, das ich zum Thema Hund-Mensch geschrieben habe, heißt der Beziehung ohne Leine. Mit dem Hintergrund, dass alles, zumindest meiner Meinung nach, kommunikativ lösbar sein sollte. Das heißt, jede Begegnung, jede Situation, es sollte kommunikativ lösbar sein. Man sollte grundsätzlich mal nackt unterwegs sein können mit seinem Hund ohne Halsband und egal was kommt, es muss mit Kommunikation funktionieren. Dennoch geht es erstaunlich oft um die Leine. Nehmen wir mal wieder, muss ich was zur Leine sagen, auch in diesem Clip. Und es beginnt halt alles vorne. Wer in höherer Mathematik unterwegs sein möchte, der muss trotzdem erstmal im 1x1 anfangen. Und da ist es auch so, auch Leine laufen sollte beherrscht sein vom Zögling, vom Bein. Der Elternteil muss es seinem Zögling beibringen, dass er nicht daran zerrt. Der Zögling sollte nicht an der Leine zerren. Er sollte mit seinem Menschen unterwegs sein. Und da ist das Wörtchen mit darin, miteinander. Man ist zusammen ist eins der Überschriftsworte, sage ich immer. Man ist zusammen unterwegs. Schauen Sie mal, oder beziehungsweise vorstellen. Sie kennen das, Sie sind mit jemand unterwegs, Sie gehen entlang, was weiß ich, den Spazierweg oder die Einkaufspassage, egal, Sie gehen mit jemandem wohin. Sind mit jemandem zusammen unterwegs, weder redet man unentwegt, naja, manche vielleicht schon, aber stellen Sie sich vor, man redet nicht unentwegt, noch schaut man sich permanent ins Gesicht, da würde mir ja was gegen irgendwelche Aufsteller rumpeln. Nein, man schaut auf den Weg, man schaut sich um, während man Zellbander den Weg beschreitet. Und wenn einer wortlos langsam wird, weil er was im Schaufenster gesehen hat, wird der andere innerhalb von 2-3 Meter auch langsam. Man ist miteinander connected, auch wenn er nicht permanent miteinander redet. Das sollte doch auch mit dem Zögling möglich sein, dass der mit einem zusammen unterwegs ist, anstatt dass der seinen Weg geht und hinten hängt man dran wie eine Fahne. Das ist nicht richtig. Zumal ja da auch ein Entscheidungsgefälle sein sollte von Elternteil zum Zögling. Also sollte doch nicht nur, dass man zusammen unterwegs sein ist, sondern dass er auch mit einem mitgeht, anstatt man selbst mit dem Zögling. Im doppelten Sinn sollte er doch mal drauf achten. Und das bedeutet zweierlei. Zum einen, die Leine sollte immer gleich lang sein, die Meterleine, immer gleich lang. Ich erlebe die Menschen immer wieder, wie sie die Leine um die Hand wickeln oder mit der anderen Hand, mit der freien Hand, die Leine halbieren. Dieses Dompteuren, dieses Hund beherrschen. Rein nur über dieses mechanische Mittel. Nein, die ist immer gleich lang. Und der Zögling sollte lernen, dass das Ding durchhängt. Wenn er dafür sorgt, dass es nicht durchhängt, sorgt man selber gleich dafür, dass das wieder locker ist. Hallo Freund, wach mal auf. Und weil ich sagte, immer gleich lang. Einer der wichtigsten Sätze, wenn man über irgendjemand Macht hat, beziehungsweise wenn jemand von einem abhängig ist, dann derjenige, der die Macht hat, der muss immer wissen, dass sein Gegenüber, der da von ihm abhängig ist, weiß, worum es geht. Wie soll denn der Zögling nicht an der Leine zerren, wenn sie es immer wieder verschieden lang machen? Der weiß doch nicht, wie lang es ist. Dementsprechend gewöhnen Sie eine Leinenlänge an. Das ist mal das Erste, was mir wichtig ist zur Meterleine. Dass er lernt, aha, ich habe zum Beispiel 3 Schritte um Mama rum Platz und mache einen Schritt mehr, der ist spannend, das stinkt dir. Und zum Zweiten, da gibt es kein Kommando für. Ich habe das gestern wieder in extrem erlebt. Deshalb jetzt auch dieser Clip. Ich erlebe das häufig und gestern war es besonders heftig, dass da jemand permanent sagt, sei da Hund, sei da, alle 3 Meter. Das regnet bloß noch an ihm ab. Das ist einfach nur ein Beschallen. Zum einen mal das, zum anderen, selbst wenn Sie so konsequent sein sollten, das nur einmal zu sagen, das ist ja schon mal gut, aber dann bräuchten Sie auch keine Leine mehr. Dann ist es dennoch so, warum gibt es dafür eine Anordnung für benimm dich, für zerr nicht an mir rum? Ich würde das nicht umgehen. Mit einer Anordnung umgeht man doch dieses zerr nicht an mir. Man behandelt nicht das Zerr nicht an mir, man behandelt ein Kommando, wenn er zerrt. Kapiert er dann, dass er nicht zerren soll? Zum einen mal das zum Kommando, wenn man da ein Kommando für hat. Zum anderen,
als würde man mit der Leine wohin laufen. Was weiß ich, 100 Meter, ein Kilometer, wie weit auch immer. So wenig wie möglich mit der Leine. Aber wenn man jetzt da einen Weg beschreitet und man sagt dann, dass er da sein soll, damit er nicht an der Leine zappt, finde ich das in sich schon mal falsch, wie ich gerade erklärt habe. Und zum anderen, das macht er doch nicht. Der läuft doch da jetzt nicht mehrere Minuten einfach nur im Dasein. Der fängt doch auch mal an rumzuschnuppern, sich für was zu interessieren. Damit bricht er dann dieses Dasein. Also das taugt nichts, weil man selber achtet nicht minutenlang drauf, ob er das macht. Das macht. Ich glaube es Ihnen nicht. Zum einen das, zum anderen selbst, wenn Sie so konsequent sein sollten, darauf zu achten, dass er jetzt nichts anderes macht als Dasein. Zum einen, weil ich es eben schon sagte, bräuchten Sie keine Leine mehr. Zum anderen, das letzte bisschen Leben, was er hier im Rahmen der Meterleine haben könnte, nehmen Sie ihm auch noch. Also es gibt kein Kommando für, geh mal anständig mit mir mit. Das wird erwartet und wird vernünftig erarbeitet. Die zwei machen einen schönen Hintergrund da, glaube ich. Schau mir das nachher an. Aber das ist einfach nur Benin. Und da ein Beispiel mit den Kindern. Gerade wenn das Kind morgens zum Frühstück kommt. Ich bin da, Schatz. Vivian, jetzt sucht er Hilfe bei mir. Dann bremst dich jetzt, Schatz. Ja, freche. Und das Kind würde sie schubsen, um zu seinem Stuhl zu gereichen. Würden sie dann, wenn das Kind am nächsten Morgen auftaucht, würden sie dann schnell sagen, oh Schatz, setz dich hin, damit es sie nicht schubst? Nein, sie würden das Schubsen behandeln. Sie würden das mal sagen, du Schatz, schubs mich nicht. Genauso beim Leinenzerren. Warum hier sagen, wenn er an der Leine zerrt, anstatt zu klären, du Schatz, hör mal auf mit dem Scheiß. Ich bin dahinter dran. Und deswegen einmal mehr, die Leine ist immer gleich lang, damit er einen Zusammenhang erkennen kann. Ah, die Länge ist so und wenn ich dran ziehe, dann macht da hinten mein Mensch gleich was, weil er das nicht möchte. Vivian, und jetzt hörst auf, das ist nicht nett. Kinder, permanent Arbeit, sage ich Ihnen. Also, es gibt kein Kommando für zahn nicht an der Leine. Ignoranz ist die Überschrift, wie ich immer sage. Es geht um Ignoranz. Lass sie ignorieren, die kann einerseits in der Interaktion auftauchen. Man macht was, das kann Einordnung oder Emotionalität sein. Oder andererseits in der Begegnung. Leine laufen ist eine Begegnungssituation, wie wenn sie ihr Kind an der Hand hätten. Das weiß das doch. Und der Hund weiß auch, wenn die Meterleine dran ist. Sie erwarten da einfach, dass er sich benimmt. Das heißt, wenn er an die Leine reinzieht, sofort anhalten, Freund, ich mache so nicht weiter. Und dann wollen Sie eine Antwort. Rein emotional, da gibt es kein Kommando für, auch nicht Name, sondern hallo Freund, wo bist du denn wieder mit deinem Schädel? Und wenn dann, oh Entschuldigung, dann geht es wieder weiter. Sie werden ignoriert, wenn Sie gezerrt werden an der Leine, deswegen Maschine Stopp und gleich eine Aufmerksamkeit haben möchten. Hallo Freund, denk mal wieder an mich. Und wenn er mit dem Schädel zurückkommt, ach ja, du bist ja auch noch da. Erst dann geht es wieder weiter. Damit er lernt, da ist jemand dabei, an den sollte ich mich halten.